Und ich fahr weg. Etsch. Trottel. Ja, so viel dazu. Scheiße! Das ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem allerersten Best-of-Video. Ich habe jetzt einfach mal so ein bisschen zusammengefasst, was mir persönlich so gut gefallen hat in den letzten Monaten. Ich bin jetzt gut 2,5 Monate dabei. Und ja, das ist aber eine rein subjektive Meinung. Wenn ihr Verbesserungen habt oder andere Vorschläge, dann nur her damit. Soll auch nur erstmal eine kleine Zusammenfassung sein. Es kann noch mehr kommen, gar keine Frage, wird auch kommen. Egal, bevor ich jetzt viel sage, Film ab. So, servus Leute, Schrinks meldet sich zurück zu Episode 17 von Let's Play Deadpool! Wie ihr seht, ich bin schon wieder mitten im Gemetzel. In der vorigen Folge habe ich es ja mit Bravour geschafft zu verkacken. Und ja, jetzt darf ich den ganzen Blödsinn hier nochmal machen. Die Tabbies sind wieder da, alle sind wieder da. Okay. Das war der Kassettenrekorder. Oh, warte mal. Geht der aus? Jetzt pass mal auf. Wow! Wie geil war das denn bitte? Das war ja episch und das hat auch noch genau gepasst. Der schon wieder. Mei, bist du hässlich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs. Watch Dogs. Watch Dogs. Watch Dogs. Watch Dogs. Okay, die haben mich aber nicht gesehen. Das ist gut. Dann werde ich jetzt mal hier hinterm Felsen kurz was brutzeln, dass ich wenigstens wieder was im Magen hab. Sofern die Materialien reichen. Ja, sie reichen noch. Wunderbar. Gut, dass ich was... Seht ihr? Deswegen habe ich vorhin gesammelt. Oh. Ich hab nichts zum Brutzeln. Ha! Ach, fickt euch doch. Also nicht ihr, aber... Die da drüben. Das wäre doch eine super Idee. Findet ihr nicht auch? Jui! Ich könnte natürlich auch schreiend um ein Auto rumrennen. Oder blöd in eine Gasse gucken. Oder Bahn fahren. Ja, Zug fahren. Yippie, spannend. Die Kulisse ist so toll. Die Leute, yay. Okay, nee, ernsthaft. Wir machen die Hauptmission. Was flüstert da? Hä? Jesus. Okay, das war nicht nett. Scheiß Waschbecken. Hegt nun keine Graben, sagt mir besser, wie es zu der Verderbnis kam. Boah, ich bin so gut. Ist mir gerade spontan eingefallen. Was hat denn der für Probleme? Jetzt komm, komm. Wow, der springt hier auch schon wieder an, als würde er hier in einem Actionfilm mitspielen oder so. Und der macht Breakdance für Arme. Guck mal, wie der sich drehen kann. Nur das mit dem Aufstehen hat er noch nicht so ganz. Boah, wieso hackt der immer so dumm auf den Boden? Aber der kann irgendwie nichts. Boah, der sieht ja fies aus. Oh. Die Sterbeanimation ist geil. Wo kann ich es denn hinstellen hier? Gar nicht. Oh, Scheiße! Raus hier! Wo geht's hier raus? Da geht's raus, glaube ich. Scheiße! Schnell! Ich habe ja sonst nichts gegen nackte Frauen, aber wenn sie anfangen, mich anzugreifen in der dunklen Höhle und komische Geräusche machen, dann finde ich das irgendwie abstoßend. Jeeha! Ja! Wow! Shit! Vielleicht steckt die Seele eines Dichters in mir. Vielleicht
erhebt mich das über das Tier. Da bist du auch einfach nicht mehr ganz dicht. Ja. Aha, damit habe ich gerechnet, Arschloch. Liebe Kinder, das habe ich gerade nicht gesagt. Das geht sogar. Also ich treffe von hier scheinbar fast besser als von der großen Distanz dann. Von der nahen Distanz. Frisst Scheiße, du Pisser! Das ist mir scheißegal. Wenn's sein muss, werde ich brutal. Nee. Warum beschützen die Bäume sie? They never forgave those who persecuted them so. 400 years of rage, sir. 400 years of rage. Oh. Ah! Scheiße! Die Bäume stellen sich mir in den Weg. Wenn ich wollte, baue ich daraus einen Steg. Das steht da auch nicht, aber ich mache hier gerade ein kleines Dichter-Battle mit dem Baum. Ich glaub's ja nicht. Stopp! Komm, komm, sei brav. Wo ist die Alte? Wo ist die Nackte? Wo ist die nackte Frau hin? Nicht, dass ich sie gern wiedersehen würde, aber mir wäre sie lieber, wenn sie tot ist. Freunde, das ist nie passiert. Wo rennt denn der hin? Bleibst du jetzt hier? Komm, du blöder Schamane. Ich krieg mal auch noch platt. Oh, Titten. Böse Titten. So, böse Titten tot. Nee, doch nicht. Böse Titten leben. Hüpfst du jetzt mal? Alter! Wie viele Leichenteile hatten der... Boah! Nein! Böse Titten haben mich geholt. Nein! Weil Schützen tun einen die Zäune ja auch nicht. Oh, nee! Ich fass es nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass die Karre mir mal noch hilft, die ich da versenkt habe. Wahnsinn, wie geil ist das denn? Geile Aktion, auf jeden Fall. Ja, für die Stammzuschauer ist es eher so eine kleine Zusammenfassung nochmal gewesen, was ich so gebracht habe die letzten zwei Monate. Ich hoffe, es hat euch gefallen und für die, die es zum ersten Mal sehen, wenn es euch sehr gut gefallen hat und wenn ihr denkt, da könnte noch mehr kommen, was auch definitiv so sein wird, dann lasst mir doch mal ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen und ich hoffe, wir sehen uns bald in einem meiner Videos. Bis dann!